nachdem wir die rote Lok, die Diesellok von der ÖBB 2076-104, glaube ich, und schon langsam merken wir die Nummern schon, mit den Kabeln so schön aufgeräumt haben, machen wir das auch mit der 1042-655. Wir schauen, dass wir das einmal da aufbekommen. Ihr seht aber schon, wie schwer überhaupt der Oberteil weggeht, weil eben jede Menge Kabeln da drinnen sind. So, passt. Ja, hier seht ihr das schöne, schöne Kabelsalat. Da wir das jetzt so schön bei der Diesellok geschafft haben, wenn wir das da auch machen, wenn wir das schön zusammenrahmen, und dann haben wir da ein bisschen Kabelsalat weniger, dann werden wir wahrscheinlich auch eben die Chassis schöner raufbekommen. Also so schaut es jetzt aus, wo ich das alles zerlegt habe. Ich habe ja auch die Klammern von den Motoren gelöst, damit die Kabel, die ich darunter gelegt habe, frei sind. Mit einem habe ich jetzt schon begonnen, den versuche ich jetzt dann herauszufädeln. Ihr seht ja, ich habe da das Stück noch dazu verlängert. Also das hat das Ganze noch mehr Kabel gegeben. Jetzt wäre es dann direkt anschließend, sobald ich das entwirrt habe. Dann hoffe ich, dass es mit der Zeit eben weniger Kabeln gibt und mehr Platz. Ja, dann will ich eigentlich auch probieren, die rote Lämpchen einzubauen, weil ich habe ja noch einen braunen und einen grünen Anschluss, und das werde ich auch noch probieren. Da ist ja ein Teil gebrochen, der den Schleifer da hält. Habe ich den oder zumindest den, der von Kleinbahn alles aufgekauft hat, was noch da war, angeschrieben. Leider hat er diesen Ersatzteil nicht gehabt. Also habe ich es jetzt mit Heißkleber versucht. Mal schauen, wie lange das haltet. Auf jeden Fall, ja, dabei haltet es. Er haltet den Schleifer auch schön nach unten. Gut, das warten wir jetzt einmal ab und schauen uns, ob das reicht. Ansonsten muss ich echt... Ich habe im Forum schon nachgefragt, ob jemand vielleicht seinen Teil hätte. Und vielleicht kriegen wir so dann diesen Teil. Gut, so schaut sie jetzt aus. Aufgeräumt, kein großes Kabelgewirr. Es ist jetzt um einiges mehr Platz. Was ich zugefügt habe, ist vorne und hinten ein rotes Lämpchen, damit ich auch sozusagen hinten oder vorne rot leuchten kann lassen, wenn eben die die Fahrtrichtung gewechselt wird. Das kann ich jetzt mit eben F1 und F2 beziehungsweise mit der Funktion 1 und 2 eben hinzufügen, ein- oder ausschalten. Jetzt müssen wir noch das Gehäuse rauf tun und dann machen wir Fahrt. Lösen. Also da jetzt in der Nähe sieht man das Licht gleich schöner. Jetzt schalte ich mal um, dann schalte ich das Rotlicht ein. Naja, das sieht man nicht noch, das muss ich noch besser machen. Schauen, ja. Gut. Auf jeden Fall, entschuldige den Huster, ein bisschen Halsschmerzen. Auf jeden Fall funktioniert jetzt der Umbau. Es ist alles gekürzt, es braucht nicht mehr so viel Platz. Das mit den Lampen muss ich mir noch ein bisschen anders machen, zumindest mit den roten Lampen. Sie funktionieren, das weiß ich. Ich weiß, es ist ein bisschen ein ähnliches Video, wie schon gezeigt, weil ich ja diese schon digitalisiert einmal habe. Aber ihr habt gesehen, ich habe jetzt die ganzen Kabel gekürzt, jetzt schaut es ein bisschen, ist weniger Chaos in der Lok drinnen, und es leuchtet jetzt auch das Führerhaus nicht, wenn das Licht leuchtet, weil ich unten schwarz das angemalt habe, damit die LED nicht so stark durchleuchtet. So viel zu diesem Video, wo ich eben die
1042, 655 jetzt noch einmal die ganzen Kabeln neu verkabelt habe, gekürzt habe und rotes Licht dazu gegeben habe.